Heute vergleiche ich das Samsung Galaxy M30 mit dem Galaxy M31. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Daten der Handys und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design gewinnt das Galaxy M30 sehr knapp mit 50 zu 48 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 17 Gramm leichter, 0,4 mm dünner, 0,2 mm kürzer und 4,6% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy M31 mit 72 zu 61 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 2% höhere Pixeldichte und besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Galaxy M31 deutlich mit 86 zu 80 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 21% schnellerer Prozessortakt und 4 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Das Galaxy M30 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 488 GB mehr externer Speicher unterstützt und 2,9 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Kameras. Im Bereich Kameras gewinnt das Galaxy M31 deutlich mit 57 zu 49 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 3,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2-fach mehr Megapixel der Frontkamera, 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme, 5,3% größere Blende bei minimaler Brennweite. Es bietet eine manuelle Einstellung des ISO-Werts. Es bietet eine manuelle Einstellung des Weißabgleichs. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Galaxy M30 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI und hat einen CMOS-Sensor. Audio. Im Bereich Audio sind beide Handys ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Eigenschaften. Akku. Beim Punkt Akku ist das Galaxy M31 mit 66 zu 58 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: 20% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Galaxy M31 deutlich mit 83 zu 77 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: unterstützt NFC, unterstützt ANT+, und unterstützt sofortige Markierung. Ergebnis. Das Samsung Galaxy M31 liegt in der Gesamtwertung mit 65 eindeutig vor dem Samsung Galaxy M30 mit 50 Punkten. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.